Willkommen zurück bei den Löwen im Monat Februar. Das Topspiel gegen Marseille wartet auf uns, das Rückspiel. 2-2 im Hinspiel ausgegangen. Wir müssen gewinnen, das Rückspiel in Marseille. Sonst sind wir raus wieder mal aus der Champions League. Wäre sehr ärgerlich. Würde ich schon sehr gern weiterkommen. Aber zunächst zum Monatsanfang das Spiel gegen Hertha BSC. Da gibt es eine neue Nachricht. Ein neues Talent. Hikmet Tunkay. Defensives Mittelfeld, klar übernehmen wir den. Aaron Jones ist wieder fit. Sehr gut, kann die zweite Mannschaft sehr gut gebrauchen. A-Junioren gewinnen gegen Mainz und die Reserve gegen Meppen. Wir können nochmal das Budget verteilen. Da tun wir nochmal was in die Infrastruktur. Ah, das wird wohl nicht klappen, machen wir es so. Und gehen rein ins Spiel gegen Berlin. Ohne Siegprämie, versuchen wir es mal. Und ihr geht raus und spielt ordentlich Fußball. Ne, wir gewinnen das. Wir werden das nicht verlieren, machen wir es so. Erste Chancen schon. Aber auch Berlin kommt zur Chance und schießt das Tor. Das gibt's doch nicht. Wir liegen mal wieder zurück. Das gibt's doch nicht, Leute. Die Situation ist nicht ausweglos. Volland geht raus. Benjamin kommt. José Gómez geht auch raus. Wir treffen zwar wieder nicht das Tor. Doch, jetzt Ochs. Unglaubliche Kombination. 2-1, 3-1, Dadachov mit dem Doppelpack. Jawohl. Zweite Hälfte reißt das Spiel rum. Gewinnen wir doch noch gegen Hertha. Fran Miguel Henna mal wieder mit dem besten Spiel. Und unsere Einwechslungen haben das Ruder rumgerissen. Hertha, kein Schuss aufs Tor, trotzdem Ball drin. Wir setzen uns weiter von Dortmund ab, die in Wolfsburg verloren haben. Aber ob wir an Bayern nochmal rankommen, da müssen wir schon das direkte Duell dann gewinnen. Die besten Newcomer der Saison. Dazu zählen Gomez und Meier. Beide sind gut durchgestartet. Spiel gegen Frankfurt. Hennau jetzt schon auf einer 95 dank hoher Form und Moral. Könnt nochmal versuchen, da das Grundgehalt zu erhöhen. Klappt sogar. Super. Geht das bei Ox auch noch? Ja. Aber immer irgendwie nur einmal. Kämpf könnten wir nochmal. Nein, ich will kein schnelles Angebot machen. Mensch. Philipp Planer, vielleicht irgendwas Grundgehalt erhöhen. Da geht's nicht. Weil Kämpf hat auch nochmal eine Erfahrungsstufe erreicht, eine neue. Ist jetzt auf 83 in der Verteidigung. Gehen wir nochmal ins News Center. Die Mannschaft der Woche, Hennau mal wieder dabei. Da ist es die Meldung. Kämpf, Stufe 4. Und wer hat es denn da ins Halbfinale geschafft? Ins Halbfinale der Youth League. Nein, die wollte ich nicht auswählen. Da wollte ich hin. Gehen wir mal ins Viertelfinale. Da hat sich Manchester City durchgesetzt. Und hier hat sich 60 durchgesetzt mit einem 2-1 gegen Marseille. Einzig verbliebener deutscher Vertreter. Jetzt kommt es im Halbfinale zu den Duellen. Manchester City gegen Manchester United, das Stadtduell. Wir müssen uns gegen die Engländer behaupten. Tottenham Hotspur wartet auf uns. Im Halbfinale. Wir könnten ins Finale einziehen, das wär's doch. Aber jetzt erstmal das Spiel gegen Frankfurt. Auswärts. Um eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, müssen wir gewinnen. Und es wäre auch ganz gut, wenn man im Marseille-Spiel im Blick hat, das nächste Woche stattfindet. Deswegen gewinnen wir, holen wir auch mindestens einen Unentschieden heute. 60 mit Chancen, aber wieder kein Tor. Was ist denn mit euch los? Passiert zu wenig vorn. Muss nochmal durchgewechselt werden. Volland geht dahin. Da darauf kommt. Meier könnten wir hinten mal bringen.
Dann den ganzen Kram nach vorne schieben. Hoffen, dass es gut geht. Jetzt kommt es einfach mal zu gar keinem Schuss. Doch, da ist es, das Tor. Renat Danachov. Ah, da wollte ich gerade die Abwehr zurückschicken. Jetzt können wir es machen. Schön wieder kontern von hinten. 2-1 Sieg. Nach einer Ecke, Gomez nochmal getroffen. 3 Punkte entführt. Wittek mit dem Topspiel. Meier auch ein gutes Spiel links hinten gemacht. 3 Schüsse, 2 Tore. Und weiter 5 Punkte Abstand zwischen den Münchner Clubs. Dortmund gewinnt das Derby gegen Schalke 4-2. Bewertung der Wintereinkäufe sind wir nicht dabei. Dragovic scheint aber ein guter Fang gewesen zu sein. Auch Schalke sehr zufrieden mit Malcolm. Guck gerade mal, wo ist denn unser anderer Spieler? Klostermann ist nur Mitläufer. Aber Malcolm scheint sich da wohl zu fühlen in auf Schalke. 11 Spiele gemacht. Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Marseille. Uiuiui, Aigner spielt gar nicht. Der ist irgendwie nicht mehr gut drauf. Wird seine Karriere beenden, will Stammspieler sein. Ist aber zu schwach mittlerweile dafür. Ox ist in Topform, Hennau ist gut drauf. Ich hoffe es einfach mal, dass das klappt. Wir versuchen es mit einer defensiven Herangehensweise. Rein ins Spiel und wir kommen weiter. Wir gehen volles Risiko. Erste Chance für 60, aber sie treffen wieder das Tor nicht. Wir müssen hier führen und da ist die Führung für Olympique Marseille. Ja, da müssen wir doch was ändern zur zweiten Hälfte. Eine Brandrede vielleicht nochmal. Ja. Flammende Rede. Die müssen motiviert werden für die zweite Hälfte. Und da müssen wir da Umstellungen für, machen. Hennau geht nach hinten, der soll das ordnen. Planer kommt rein. Voller mit einem schlechten Spiel. Alain geht raus und dafür kommt Dadachov. Und Benjamin kommt für Castells. Vielleicht sollten wir es dann noch nach vorne schieben. Los Jungs, ihr schafft das. 1-1. Wir brauchen noch ein Tor. Ein Tor brauchen wir mindestens noch. Das war's. Uns fehlt das Tor. Wir treffen nicht. Kempf ist schuld am Gegentor. Zweimal unentschieden. Reicht leider nicht zum Weiterkommen. Schade, schade. Marseille gewinnt aufgrund der Auswärtstorregel. Können wir uns jetzt voll auf die Meisterschaft konzentrieren. Wir haben alles gegeben, alles versucht. Es hat leider nicht geklappt. Unser schwer enttäuschtes Team. Müssen wir jetzt wieder aufrichten gegen Stuttgart. 2 Spiele noch im März. Es geht immer noch um die Tabellenführung. Wir sind 5 Punkte dahinter. Ja, gegen Stuttgart zu Hause hauen wir nochmal eine Siegprämie raus. Und gucken mal, was sie stand sind zu leisten. Heute will ich sehen, dass ihr Gras frisst. Ihr müsst heute Gas geben da. Da fällt das Tor nicht. Das gibt's doch nicht. Ruhe bewahren. Alles ruhig. Wir ändern nichts. Ihr zeigt ihnen das jetzt. Volland geht raus. Dafür kommt Dadachov rein. Hinten könnten wir Stark noch bringen. Kempf. Aber sollen wir das wirklich tun? Planer hat ihn schon ersetzt. Wittek können wir raussehen und Meier bringen. Linken Verteidiger, so schlecht ist der ja nicht. Versuchen wir es mal. Und wieder kein Tor, das gibt's doch nicht, Jungs. Da ist es. Philipp Ox macht dann doch das endlich das Tor gegen Stuttgart. Und die schießen noch das 1-1. Ich glaub's doch nicht.
Ich glaub's doch nicht. Castells mit dem Fehler. Oh Mann. Castells bringt uns um die 3 Punkte. Da passt die bedrohliche Musik gerade ganz gut zu. So ärgerlich. Bayern gewinnt natürlich. 7 Punkte Vorsprung. Damit wird das jetzt fast unmöglich, in der Meisterschaft nochmal ranzukommen. Schade. Köln. Komm. Nee, auswärts. Wir müssen nach Köln reisen. Wir sind ein bisschen im Niemandsland der Liga gelandet jetzt. Ich glaube, ich gebe dem Trainer jetzt nochmal eine Anweisung, dass da darauf spielen soll. Volland rechter, rechts außen spielt. Ja, weil Maxim verlässt uns ja, da muss ich dem jetzt nicht unnötig noch Spielpraxis geben. Auch Aigner wird gehen. Können wir jetzt nochmal gucken, ob wir aus der Jugend noch hochziehen könnten. Sommer könnte man zum Beispiel noch. Oder Eggimann. Eggimann ist noch Jugendspieler. Nee, da nicht. Aber Sommer zum Beispiel könnte man noch für ein paar Wochen hochziehen. Eigentlich kann der eh hoch. 75, 77, der ist zu stark für die Jugend mittlerweile. Aber mit 2 Innenverteidigern da. Nee, der ist wieder umgesetzt. Okay, dann holen wir Sommer hoch. In die erste Mannschaft schieben. Stolz kommt dann da zum Einsatz in der zweiten. Caracas landet dann auf der Bank. Der Tribüne. Nee, da schicken wir mal Aigner hin. Der darf nicht mehr aufgestellt werden. Machen wir es so. Reines Spiel gegen Köln. Und ihr gebt hier heute euer Bestes. Ja, und Köln trifft gleich mal. Mal ein bisschen Druck machen, den Jungs. 1-1. Und Köln macht wieder den Führungstreffer. Das gibt's doch nicht. Leute, was los? Das war nicht der Matchplan. So, könnten wir runternehmen. Ne, wir wechseln mal gar nicht. Das gibt's doch nicht. Warum treffen die denn nicht? Köln einfach besser, gewinnen das Spiel. Ärgerlich. Kommen die Dortmunder natürlich auch wieder ran. Oder? Ja. Auf 4 Punkte, 10 Punkte Vorsprung für die Bayern. Die Meisterschaft ist gelaufen. Letztes Spiel im März. Gegen Neugersdorf nochmal ein Testspiel ausgemacht. Aigner ist überhaupt nicht zufrieden mehr, weil er nicht mehr, weil er auf der Tribüne sitzen muss, aber ist zu schwach mittlerweile für die erste Mannschaft. Da gebe ich die Spielpraxis lieber den jungen Spielern. Wir gehen rein ins Spiel. Heute verlieren wir das nicht. Taktik wird wie immer angepasst. Ein 5-0 zur Pause ist in Ordnung. Heute gibt es nur den Sieg. Dann können wir nochmal fröhlich durchwechseln. Volland nochmal in Sturm. Dafür kommt... Moment. Julian kommt. Maya. Holla. Caracas. Sommer. Stark. Ja, und dabei lasse ich es. 8-0, 9-0. Fabian Mayer auch noch einen Konter vollendet. Super. Das wird nochmal Selbstvertrauen gegeben haben für die Jungs. Gutes Testspiel zum Monatsende. Das war der Monat März. Leider, leider in der Champions League ausgeschieden. Leider auch die Meisterschaft. Höchstwahrscheinlich, aber kann kaum noch schief gehen für die Bayern. Wir haben noch ein paar Spiele in der Bundesliga, da kann auch viel passieren. Aber wenn Bayern jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Bayern haushoch gewinnen und die in eine Krise stürzen, dann haben wir vielleicht noch ein Fitzelchen einer Chance auf die Meisterschaft. Aber ich glaube da nicht mehr wirklich dran.
Dafür sind wir im Pokal-Halbfinale. Das wäre schön, wenn wir das irgendwie schaffen könnten, gegen Gladbach zu gewinnen.